weitere Diskutanten zu uns in die Runde dazu, die dann gemeinsam mit uns diesen jetzt, sagen wir mal, eher wissenschaftlichen Aspekt aus ihrer Sicht mal präsentieren werden und wir auch darüber diskutieren können. Als erstes hole ich den Felix Badura noch zu uns. Felix ist Mitbegründer von Metrix und verantwortet seit mehr als 8 Jahren den Bereich Produktentwicklung. Metrix ist ein führendes Unternehmen auf dem deutschsprachigen und europäischen Raum für technische Lösungen zur Steigerung der Qualität und Wirkung von Werbekampagnen und redaktionellen Online-Inhalten. Mit der Ad Attention Suite bietet Metrix neben dem Nachweis der Sichtbarkeit von Online-Ads auch die Möglichkeit zur Prüfung und Verifizierung von Umfeldern, also Stichwort Brand Safety, und Zielgruppen. Und der Felix hat uns verraten, er ist eigentlich eher zufällig ins Online-Marketing gerutscht. Früher und auch heute noch ist er von der Airline-Branche fasziniert. Früher war er auch bei Germanwings und bei Tele2 im Sales- und Produktmanagement tätig. Felix, danke fürs Herkommen. Ja, guten Morgen von meiner Seite. Und als dritten Diskutanten, mit mir gemeinsam der vierte, hole ich den Andreas Zachbauer noch dazu. Andreas ist Geschäftsführer der Artworks. Die Artworks ist als Online-Agentur in Wales bekannt für individuelle Online-Kampagnen, die ihre Werbebotschaften in spielerischer, innovativer und informativer Weise zum Kunden bringen. Andreas ist schon immer im Online-Marketing daheim gewesen. Bevor er aber bei der Artworks begonnen hat, war er etwa bei der Seso Media Group oder bei der Werbeagentur Createam tätig. Und er unterrichtet auch am SAE-Institut in Wien. Willkommen, Andreas. Ja. Super, sind wir jetzt schön versammelt in dieser kleinen und feinen Runde. Das Thema heute, das Werbemittel als Schlüssel zum Erfolg und die Unterüberschrift, auch was wir gewählt haben, richtige Zielgruppenansprache durch die richtige Online-Werbemittelgestaltung. Wir erleben das ja wahrscheinlich häufig, dass Kunden auf uns zukommen, die dann eine Kampagne starten möchten, mit Vorgaben kommen, was ist die Zielgruppe, was ist das Budget, was ist das Ziel der Kampagne, und irgendwann im Laufe der Zeit kommt, okay, wie soll jetzt das Sujet überhaupt ausschauen? Ja? Auch dass wir da dann gleich mal drauf eingehen, in welchen Steps sollen wir überhaupt über das Sujet mal nachdenken. Als Input gleich am Anfang zur Vereinfachung für uns alle: Werbemittel bezeichnen wir jetzt heute, also in dieser Runde, rein die Banner. Also es gibt ja noch weitere Werbeformen, redaktionelle Anzeigen, Bild-Text-Kombinationen etc. Aber heute bleiben wir mal rein bei den Bannern, wo wir schon den ersten gesehen haben von der Bank Austria. Und ich würde jetzt gleich als erstes gerne den Andreas und den Felix, wer auch immer beginnen möchte, mal fragen. Und zwar haben wir jetzt diesen wissenschaftlichen Ansatz von der Sandra gehört, wie man eigentlich herangehen kann an diese Werbemittelgestaltung. Zuerst mal Zielgruppendefinition, Zielgruppe analysieren und so weiter. Wird das dann jetzt im kreativen Bereich oder Performance-Bereich, ich sage jetzt mal einfach die Branchen in die Performance-Ecke und hier in die kreative Ecke, wird das auch so umgesetzt, bevor jetzt ein Werbemittel gestaltet wird? Vielleicht gerade zuerst bei dir, Andreas, du bist ja in der kreativen Branche laufend tätig und musst immer wieder neue Werbemittel in Auftrag nehmen. Wird so eine Zielgruppendefinition überhaupt vorab so speziell gemacht? Also in den meisten Fällen ist es natürlich nicht so, dass die Kunden Integral oder auch andere Institute dabei auftragen, genaue Zielgruppendefinitionen, je Kampagne auszuarbeiten. Aber die Kunden wissen natürlich in der Regel, wer kauft mein Produkt und wer ist meine Zielgruppe. Das kriegen wir schon auch mit, aber sehr unscharf. Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass wir als Kreativagentur vor allem in kleineren oder mittelständigen Betrieben zu spät eingebunden werden. Die kommen quasi, wir kennen den Fall zum Beispiel zu Twin oder zu anderen Unternehmen und buchen da Werbekampagnen ein und dann, okay, und welche Banner verwendet man jetzt? In dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt kommt dann die Kreativagentur zum Zug, was zu spät ist. Man sollte eigentlich schon gemeinsam die Kampagne planen und sich gemeinsam den Gesamtaufgabenbereich der einzelnen Partner in diesem ganzen Zusammenspiel überlegen. Das wäre also zum selben Zeitpunkt, wo man die Mediakampagne bucht, dass man auch zur Kreativagentur geht. Also das unter einem Hut und zum selben Zeitpunkt. Und dann kommt man auch quasi näher an die Zielgruppe ran, weil man einfach gemeinsam am Tisch sitzt und das erarbeitet. Okay, super. Felix, wie ist das von deiner Seite in der Performance? Wann sollte deiner Meinung nach so ein Werbemittel überhaupt zum Tragen kommen? Wie schaut es in der Performance-Ecke aus? Also wir kommen typischerweise ein paar Wochen oder Tage später zum Zuge. Die Reihenfolge ist wirklich wahrscheinlich, zuerst schaut sich jemand die Tonalität an, die er erreichen möchte. Danach sagt er euch, jetzt baut bitte was dazu.
Und wir kommen dann an der Stelle rein, wo man sagt, jetzt haben wir was Tolles. Wo soll denn das jetzt laufen? Also wo soll der Banner wirklich am Ende des Tages platziert werden? Und das kann dann teilweise schon zu spät sein, weil verschiedene Bannerumfelder schaffen bestimmte Qualitäten, wie ich meine Werbung darstellen kann. Um ein Beispiel zu nehmen, ohne dass mir da jetzt der ORF nahe steht, aber den kennt halt zufällig jeder. Der ORF ist eine einzige Seite und dennoch gibt es da ganz unterschiedliche Situationen, wie ein Banner wirken kann. Wenn ich zum Beispiel eine Wetterschaltung buche, dann geht jemand hin, sagt Bundesland, Oberösterreich, Linz, geht schon Details und Prognosen morgen. Das sind 4 Seitenaufrufe binnen vielleicht 10 Sekunden. Das heißt, man kann sich vorstellen, der Banner, der dort geladen wird, der hat eine Sekunde bestenfalls gehabt, um zu wirken. Das heißt, selbst wenn wir mal voraussetzen, der war wunderbar in der Mitte der Seite platziert, weil es gibt auch oft Banner, die sind da unten platziert, dann haben wir noch ein ganz anderes Thema. Aber sagen wir mal, der kam ins Bild, da muss einem trotzdem irgendwo klar sein, der war jetzt bestenfalls 1-2 Sekunden im Bild. Und selbst wenn ich jetzt die schönste Tonalität habe und mir echt was Gedanken gemacht habe, oft erleben wir halt Banner, die erzählen eine Geschichte. Nicht ganz der TV-Spot, das ist zu lang, aber dennoch versucht man so ein paar animierte, irgendwie, was weiß ich, Videobanking jetzt ausprobieren, hier klicken und so weiter. Wenn die Geschichte 10 Sekunden dauert, dann muss einem einfach klar sein, die wird nicht ankommen. Und im schlimmsten Fall ist der Banner so gestaltet, dass man noch nicht einmal erkannt hat, dass es sich um die Bank Austria handelt. Das heißt, neben all den schönen Überlegungen vorhin kommt dann irgendwann der Langeweiler der Effizienz an hinterer Stelle und sagt einfach, das wird auf den Umfeldern, wo ihr das jetzt schaltet, sowieso nicht funktionieren. Das heißt, aus unserer Sicht müsste man sich schon relativ früh auch die Mediaplanung mit ins Boot holen und einfach sagen, wir würden gern was Aufmerksamkeitsstarkes, dann brauchen wir nämlich auch die Umfelder, wo wir das auch zusammenbringen werden später. Mhm, super. Passt. Wir haben ja viele Kreativagenturen dazu auch im Raum, die immer wieder vor Gestaltungsprozessen sitzen und ich würde jetzt eigentlich gerne im nächsten Schritt gleich mal auf den gesamten Gestaltungsprozess von einem Banner eingehen. Wir haben jetzt so 6 Punkte aufgeschrieben, wie so ein Banner, welche Faktoren ihn beeinflussen. Das erste wird sein das Format, groß, klein, dann welche Bilder kommen zum Tragen, was für ein Text kommt rein, ist er animiert, kommt ein Call to Action rein, ja oder nein, und am Schluss noch Kreativität als Sonderpunkt. Beginnen wir mal als erstes, wenn wir jetzt so einen Banner hernehmen, überlege ich mir auch, was für ein Format muss ich jetzt überhaupt heranziehen. Wir bekommen oft die Frage, wie groß darf der sein, was für Formate soll ich verwenden. Würde ich gleich nochmal gerne mit Felix weitermachen. Groß, klein bei der Performance, was für Auswirkungen hat das jetzt, wenn du sagst, ein Kunde nutzt jetzt ein Saipa-Billboard, was großflächig erscheint, im Vergleich zu einem kleinen UAP-Format beispielsweise? Was gibt es da für Unterschiede und kann man sagen, groß wirkt immer besser oder ist es vielleicht genau der umgekehrte Fall? Okay, also das hängt jetzt mal davon ab, was Performance ist. Das war ja traditionell meistens die Klickrate. Davon kommen eigentlich, was wir erleben, jetzt relativ viele ab. Also wenn ich jetzt nicht gerade eine Fluglinie bin, die direkt den Erfolg messen kann, weil später gebucht wird, da könnte man dann die Euros mit rein berücksichtigen. Aber wenn ich Volkswagen oder Bank Austria bin, dann mache ich oft Branding-Kampagnen und da wird die reine Klickrate nicht immer so zielführend sein. Aber wahrscheinlich im Raum sind wir uns dennoch einig, Erfolg oder Performance ist dann, wenn es wirkt. Und da verlassen wir uns halt auf andere Studien, die das nachgewiesen haben. Was wirkt nun? Die Größe ist einer der Faktoren, die reinspielt. Es hängt aber auch ein bisschen mit der Positionierung ab. Also es gibt ein gelerntes Muster, wo Banner stehen. Das ist oben und rechts. Umgekehrt gibt es jetzt eben auch ein gelerntes, also das Muster dieser Banner-Blindness, wohin jemand schaut, nämlich unten und links. Und dementsprechend ist eine Sidebar, die rechts platziert ist, nicht automatisch das, was man so prominent wahrnimmt, wie es das Format suggerieren würde. Also das heißt, ich würde es schon, Größe wirkt, aber Nähe zum Content oder auch, wenn man ehrlich ist, ob das den User in seinem gewohnten Lesefluss erreicht oder ob das gekonnt ausgeblendet wird. Also irgendwelche Formate, die im Text platziert sind, sind zwar nicht unbedingt die beliebtesten Formate, wenn wir zum Beispiel jetzt an Videoformate denken, die den Artikel wegschieben, also solche sogenannten In-Page-Videos, aber wirken tun sie am besten. Und Sandra, kann man da von den Milieus von irgendwas sprechen? Weil wir haben jetzt gehört, Text oder Bilder sind manchmal ein Thema bei unterschiedlichen Milieus. Gibt es auch Milieus, wo man sagt, da wirken größere besser oder die sind gestört, die fühlen sich gestört durch große Formate? Von der Größe würde ich da jetzt keine Unterschiede festmachen, sondern eher von der Möglichkeit, zusätzliche Informationen einzuholen. Also ein impactstarkes Bild einmal zum Beginn, aber was steht dann eigentlich dahinter? Gibt es dann eine Einladung, eben diesen Call to Action, weitere Informationen oder eine andere Handlung zu setzen? Da kann man milieuspezifisch schon einiges aussteuern. Okay.
Und Andreas, ich meine, bei dir kreativ, dir werden wahrscheinlich die großen Banner lieber sein, nehme ich an, um dich kreativ auszutoben mit deinem Team. Ja, natürlich, ja. Gibt es da Ansätze von den Formaten selber, wo du sagst, das funktioniert besser, groß oder klein? Also normalerweise sind die Formate ja schon großteils vorgegeben, wenn das bei uns auftrifft, so ein Projekt. Wie du gesagt hast, Felix, solche In-Read-Geschichten oder einfach Werbemittel, die sehr nahe am Content sind, gestalten wir dezenter als jene, die sich am Rand befinden. Weil grundsätzlich, einfach aus dem Grund, weil man da nicht so schreierisch sein muss, wenn man sich eben eh im Lesefluss des Users befindet oder dort, wo sein Auge ist. Anderes Beispiel, wir haben am ORF ja sehr rechts einen sehr großen Bereich für Sidebars, wo wir sehr viele machen. Wir machen ja für VW, Audi, Skoda, Seat, Bank Austria, die ganzen ORF-Startseitenplatzierungen. Und da ist es teilweise so, dass wir die Mausposition des Users über dem ORF abgreifen und wenn der seine Maus dort bewegt, animieren wir rechts schon den Banner mit. Das heißt, um sein Auge eben rüberzuziehen und um dieser Banner-Blindness ein bisschen entgegenzuwirken. Die Kunden sind oft sehr zufrieden, die Dinge performen auch. Und wenn ich mich privat mit jemandem unterhalte, dann sagt er, ah, ihr wollt das schon wieder. Also es ist halt jetzt noch ein bisschen eine schwere Grätsche, das auch noch mit Sympathie zu machen. Mhm. Und teilweise geht es halt ein bisschen zu weit und manchmal ist man halt genau am Punkt und dann ist es halt optimal. Ja. Gut, passt. Dann haben wir das Format einmal gehabt. Also wir haben uns für ein Format entschieden. Je nachdem, wo wir jetzt gehört haben, Performance oder Milieu, beziehungsweise wie man sich kreativ austoben will. Jetzt müssen wir den Banner ja auch noch füllen mit Bildern und Text. Bleiben wir zuerst bei den Bildern. Felix, gibt es bei dir Banner-Kampagnen, wo du merkst, okay, die performen auf einmal so viel besser, weil ein bestimmtes Bild drin ist? Die vom Andreas. Nein, es ist, also ich habe da eine eher schlechte Nachricht. Wir schauen uns an, als Maßzahl für Erfolg, wie lange ein Banner im Bild bleibt. Weil bei Produkten, wo ich nicht kaufe online oder auch nicht klicke online, ist das halt das, was mich am ehesten jetzt zur Effektivität dieses Banners irgendwie hinleitet. Und es gibt immer diese Hoffnung, ich mache 3 verschiedene Banner und wenn ich das der richtigen Zielgruppe zeige, dann bleiben die plötzlich länger auf ORF. Also um bei meinem Beispiel vorhin zu bleiben, ich möchte eigentlich das Wetter checken, aber plötzlich kommt der Audi-Banner und oh, jetzt bleibe ich eine Minute und schaue mir den an. Und das ist ein Wunschdenken, was aber nur in seltenen Fällen, also es gibt schon Korrelationen, es geht ein bisschen nach oben, aber im Wesentlichen, wie lange sich ein User einen Banner anschaut, bestimmt in erster Linie mal, wo ist er auf der Seite und wie lange bleibt der User auf dieser Seite und anschließend, ob er dann wirkt und so weiter, das hat man schon im Griff. Also ich möchte den Ball nicht ganz rausnehmen, aber es ist nicht jetzt so, dass sich die Kreation in diesen Kennzahlen sofort niederschlägt. Mhm. Und weil du das vorhin gerade gesagt hast, mehrere Banner, kommt ja häufig vor, dass man A-B-Testing macht und dann mehrere Sujets hinterlegt mit unterschiedlichen Bildern. Gibt es da Erfahrungen, je nach Performance, was besser geklickt wird, wenn wir jetzt bei dem bleiben oder besser, bessere Visibility-Time hat? Also das gibt es schon natürlich. Ein Beispiel, was relativ viel präsentiert wird, ist BMW. Die haben begonnen, den Autohändler aus der Nähe in den Banner zu implementieren. Also es wird sozusagen die Geografie abgefragt und wenn ich jetzt auf die Seite gehe, dann wird mir nicht ein x-beliebiges Autohaus gezeigt, sondern du kannst das dann gleich da kaufen. Das ist dann etwas, was schon, was die Klickraten angeht, sich dann positiv ausspielt. Ein anderes Beispiel war Jack Felix, wiederum BMW lustigerweise, und die haben, wenn man den Flug gebucht hat und man hat eingegeben, wie viele Erwachsene und Kinder man hat, dann hat sich plötzlich das Auto rechts mit mehr oder weniger Personen gefüllt. Beide diese Beispiele sind so hart an der Kippe zwischen spooky, man muss da auch aufpassen, dass das nicht Ablehnungsreaktionen, aber wenn man es lustig macht, dann kann man durch solche Spielereien schon auch zu mehr Response dann gelangen. Reinbringen, super. Sandra, bei dir haben wir jetzt vorhin eh schon 3 Bilder gesehen, so dieses heimatverbundene Gösser-Sujet mit dem schönen Fluss. Du hast ja eh schon Input gegeben, da spielen Bilder bei den Milieus schon eine starke Rolle. Gibt es da von deiner Sicht aus bestimmte Milieus, wo man ganz besonders aufpassen muss, was man da überhaupt reinbringt oder was man gar nicht tun darf, sozusagen, so die Don'ts eigentlich, mehr als die Do's? Also die kritischen sind sicher die Postmateriellen, da muss man sich am meisten aufpassen und da darf man eigentlich auch nichts vorflunkern, was sich dann relativ leicht als geflunkert entpuppt. Da gilt es also besonders, also wenn man jetzt Nachhaltigkeit suggeriert und in Wirklichkeit ist aber da irgendwo dann die Krux im Detail versteckt, dann ist das bei Postmateriellen also so ein richtig großes Don't.
Ansonsten geht es eben wirklich auch darum, die Lebenswelten zu bedienen. Also beim Hedonisten kann es ruhig ein bisschen provokativer sein und ruhig wirklich aus dem gesellschaftlichen Rahmen fallen, weil dann ist genau der angesprochen und sagt, mhm. hey, endlich einmal was anderes, endlich einmal traut sich jemand was und das ist jetzt genau mein Ding. Super. Passt noch weiter zum Andreas, in dem Fall Bildergeschichte in Bezug auf die kreative Gestaltung. Was hast du für Erfahrungen, was da am besten wirkt oder was ihr am liebsten einbaut im Banner, beziehungsweise mit was für Anforderungen von Bildern vielleicht auch Kunden zu dir kommen? Ja, im Endeffekt möchte ich da beim Felix anschließen, die Bilder müssen halt relevant sein für die entsprechende Zielgruppe. Also dieses BMW-Beispiel ist mir sehr bekannt und das geht dann noch einen Schritt weiter. Die haben ja nicht nur die Filiale, die gleich ums Eck ist, angezeigt, sondern wenn ich davor gesessen bin, stand vor der Filiale ein anderes Fahrzeug und eine andere Person ging zu der Filiale. Bei mir war es zum Beispiel wahrscheinlich ein größeres Allradfahrzeug und ein Kerl mit Frau und Kind und jeder Menge Freizeit-Equipment geht er zum Auto und beim Felix weiß ich jetzt nicht privat, was davor gestanden wäre, aber was anderes wahrscheinlich, also vielleicht ein anderes Automodell und da gewinnt eben das Werbemittel an Relevanz. Es ist jetzt ja nicht so, dass man überall sogenannte DCO-Banner, dynamische Banner, die sich im Inhalt anpassen an denjenigen, der ihn sieht, schalten kann, aber im Idealfall macht man schon mehrere Sujets, testet die gegeneinander aus und versucht halt auch zielgruppenrelevant da jetzt irgendwie zu agieren. Mhm. Und je feingliedriger man das macht, desto optimaler könnte es sein, aber es muss natürlich auch so sein, dass es testbar ist. Ich kann jetzt nicht 10 Testkriterien gegeneinander antreten lassen, ich muss halt immer 1 gegen 1 und schauen, was ist am besten. Und bei einer Always-On-Kampagne, die so über das ganze Jahr dahin läuft, kann man da schon sehr viele Rückschlüsse ziehen, weil man auch Zeit hat, das zu testen. Die Ad-Impressions müssen auch genug sein, dass es überhaupt Sinn macht, so einen Test anzugehen. Ihr würdet ja auch keine Datenerhebung machen mit 10 Befragten, sondern man braucht einfach eine gewisse Zahl, um eben Aussagen treffen zu können. Und gibt es da irgendwie einen Richtwert, wenn ich jetzt sage, ich gebe jetzt einen Auftrag und möchte A-B-Testing machen, ab wann das Sinn macht? Ich meine, im wissenschaftlichen Bereich spricht man immer so von 1000 Personen, glaube ich, als gutes Panel, oder? Ja. Und vor allem, wenn man sich Subgruppen anschauen will, sind 1000 auf jeden Fall empfehlenswert. Gibt es auch Empfehlungen, gerne auch mit Felix gemeinsam, Performance-Ecke, ab wann man das so A-B-Testing überhaupt machen kann? Also ich glaube, dass Österreich, es sei denn, wir reden von einer Always-On-Kampagne, teilweise schon fast zu klein ist, um das überhaupt aussagekräftig machen zu können. Also das würde ich bestätigen, wir haben in Deutschland oft solche AB-Tests gemacht. Ich habe das in Österreich mehrfach angeboten, aber dann ist immer der Schock, weil Befragte kosten Geld und da hört es meistens auf. Und halt der Aufwand muss dann auch immer mit reinberechnet werden, oder? Genau, also man versucht dann eigentlich über irgendwelche Proxys abzubilden, dass man den Erfolg dann konstruiert und wie gesagt, für Austrian Airlines ist das leichter als für einen Neuburger Leberkäse-Wursthersteller. Also kann man sagen, in Deutschland wird es viel öfters gemacht, AB-Testing, als in Österreich generell? Genau, einfach eine österreichische Kampagne ist oft im vierstelligen Euro-Bereich, was das Mediabudget angeht, wenn es eine kleinere ist. Und da jetzt noch eine ebenso vierstellige Marktforschung dran zu hängen, ist einfach nicht drin. Okay. Kurz einhaken noch bitte, die Marktforschung ist ja die eine Variante von AP-Testing, man kann ja auch einfach die Live-Kampagne mit 2 Werbemitteln beschicken und einfach schauen, was geht besser. Das zahlt sich natürlich in Österreich auch aus, ob an gewissem Budget. Also wenn du auf Klicks oder Performance messen kannst, genau, dann ist das messen super. Kann, ja. Genau, das System dann einfach optimiert auf die besseren Performance. Und das auch ich denke, nur zu bedenken, bei Klickmessungen, wenn ich jetzt eine Mercedes S-Klasse bewerbe, dann klicken nicht unbedingt die Leute, die sie später kaufen, drauf, sondern vielleicht irgendwelche Kids, die den Coupé so cool finden und sich im Konfigurator anschauen. Also ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute auch von Klickraten weggegangen sind, wo es nicht geeignet ist. Was eh sehr positiv ist in dem Sinne. Text als nächster Bestandspunkt. Viel Text, wenig Text. Ich meine, die Unternehmen haben ja auch schon sehr dazugelernt, sage ich mal, dass man einen Banner nicht überladen soll, was vielleicht früher noch häufiger der Fall war, auch was Animationen betrifft. Gerne in die Runde gestellt. Was gibt es Erfahrungen mit Sujets? Was für ein Text soll verwendet werden? Soll es mehr Text sein, weniger Text? Ich habe im Kopf, es gibt manche Milieus, die brauchen viel Text, oder? Die wollen Hintergrundinformationen, also die Postmaterialien zum Beispiel. Würde ich aber jetzt auch nicht unbedingt alles zusammenpacken, da irgendwie in den Banner, sondern eher suggerieren, hier gibt es mehr Informationen. Mhm. Weil das, was die Werbewissenschaft eigentlich seit Jahrzehnten predigt, dass da so, ja, nicht zu viel Text
in einem Werbemittel zu finden sein sollte, hat natürlich immer noch Gültigkeit, aber eben bei den Postmaterialien, man kann natürlich was Kleingedrucktes nehmen, das würde ich jetzt eher für den Printbereich empfehlen. Und online muss man sowieso sparsam sein, aber da hat man natürlich auch wieder ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten, was die zusätzliche Informationsbeschaffung betrifft. Und dass man das eben erwähnt, dass die Möglichkeit besteht. Ja. Das heißt, wenn wir zur Landingpage kommen, nach einem Bannerklick, müsste eigentlich mehr Text dastehen als für andere Menüs sozusagen? Na, entweder mehr Text da oder eben der Hinweis, hier gibt es mehr Informationen. Wie schaut das bei euch aus? Kreativ, viel Text, wenig Text? Was gibt es da für Empfehlungen? Der Informationsgehalt des Banners ist abhängig von seiner Größe, vom Animationsablauf und auch davon, wie man halt gestaltet. Wir versuchen oft zum Beispiel, jetzt habe ich wieder das Beispiel OF, wo wir die Scrollposition vom User auch abgreifen, wo wir aus einem normalen Sidebar, wir können den unendlich hoch machen und da quasi eine gesamte Landingpage hineinpacken. Mhm. Ist aber immer ein bisschen abhängig vom Beispiel und müsste man einfach ein paar Best-Practice-Beispiele auch herzeigen, denke ich, um darauf einzugehen zu können. Grundsätzlich ist es aber so, was ich allen mitgeben möchte, man kann nicht davon ausgehen, dass sich der User intensiv mit diesem Werbemittel auseinandersetzt und da schön eine Storytelling-Botschaft aufbaut und am Schluss kommt die Auflösung. Das wird dann eben in die Hose gehen. Man sollte dann schon schauen, dass man auch die textlichen Botschaften, die wichtig sind, auch gleich am Anfang eben platziert und erkennbar macht, worum geht es eigentlich. Das sind dann diese 1-Sekunden-Impressions, von denen der Felix vorher gesprochen hat, die einfach dann entweder gleich wirken oder gar nicht. Also das ist so grundsätzlich schon was, das man berücksichtigen sollte. Also das Bank Austria-Logo gleich am Anfang schon platzieren, zumindest irgendwo unten im Bannerbereich. Ich glaube, man muss sich einfach vor Augen halten. So in Österreich kommen im Schnitt 30-40% aller Werbungen nie sichtbar an. Die sieht keiner. Das kann man ein bisschen als Streuverlust mitnehmen oder sich halt anschauen, wer ist da besser und wer ist da schlechter. Aber bleiben wir dann bei den anderen 60%, die überhaupt ins Bild kommen. Da wird der überwiegende Teil nicht länger als 5-10 Sekunden zu sehen sein. So 10 Sekunden ist wahrscheinlich schon relativ lang. Und da reden wir jetzt von technischer Möglichkeit, es sich anzuschauen. Jetzt die Eyeballs, wirklich der User, der draufschaut, das wird in der Regel 1 Sekunde sein. Da gibt es auch Studien dazu, die das empirisch über Eye-Gaze-Tracking, also Verfolgung der Pupillen, erhoben haben. Und die kamen dann mit 0,8 Sekunden für online raus. Das hat die Branche auf der Dimexco in Köln ziemlich verärgert, aber das ist ja nicht so schlecht, wenn man das vergleicht mit einem Plakat an der Autobahn. Wenn man ehrlich ist, schaut da auch nur ein Bruchteil hin und der hinschaut, beschäftigt sich hoffentlich, wenn ich daneben fahre, auch nicht länger als 1 Sekunde damit. Und das ist also, weshalb ich persönlich mit langen Stories skeptisch bin, es sei denn, man hat gezielt darauf geachtet, zum Beispiel eine Sidebar und die wiederum auf Umfeldern, wo eine lange Sichtbarkeit gegeben ist, gebucht. Also dann kann man spielen, sonst sollte man eher vorsichtig sein. Und das andere ist, wir haben viele Bannerformate wie einen Superbanner, wie ein, denken wir an Mobile, also ein Drittel aller österreichischen Aufrufe sind Mobile. Das ist 300 mal 50 Pixel groß, ein Mobile-MMA-Banner, so der klassische. Und wenn ich da jetzt zu viel reinpacke, das wird nicht funktionieren. Das zweite ist, der User macht auch ungefähr so schnell den da. Also ich glaube, da muss man einfach kurz sein. Das wirkt trotzdem. Das ist wie bei einer Bandenwerbung im Fußballstadion, die kommt im TV in einem kurzen Schwenk der Kamera vor. Da ist das Logo und vielleicht eine Key Message und das reicht aber auch in der Regel, um was zu bewirken. Mhm. Super, das kommt eh schon zugute beim nächsten Punkt und zwar Animation. Statisch oder eben animiert, gibt ja oft auch Argumente, dass statische Banner bei manchen Kampagnen besser wirken, dann wiederum animierte, je nach Branche auch, je nach Key Message etc. Gibt es da von der Performance her ein Thema, wo man sagt, besser statisch machen oder dann wieder besser animiert? Mhm. Unterschiedliche Branchen oder Kampagnen, wo man das verallgemeinern könnte? Ich würde es auf unterschiedliche Geräte ummünzen, die Frage. Was, glaube ich, viele unterschätzen, ist, wie langsam die Österreicher im Internet sind. Also wir waren das Land, das die höchste Mobilpenetration hatte und recht früh sozusagen schon das Festnetz in die Pension geschickt hat. Aber das hat jetzt auch den Nachteil, dass relativ viele Leute auch ihren Zuhausezugang über mobiles Breitband haben und das nicht immer die schnellsten Geschwindigkeiten, vor allem in ländlichen Regionen, mit sich bringt. Und wenn man jetzt mal sich selber sein eigenes Verhalten anschaut und schaut, wie oft gehe ich schon weiter auf irgendeiner Seite, bevor der Banner überhaupt fertig geladen ist, dann ist man bei dieser Thematik, dass eben der Versuch, eine Animation über 2-3 Megabyte abzuspielen, ist super für Desktop und gerne beim ORF oder bei der Twin in der Sidebar anzufinden. Wenn man sowas versucht für Mobile zu machen, dann wird das nicht hinhauen.
Das heißt, simpel gemachte Animationen, ja, komplizierte Videonachladung, sequentielle Geschichten, heißt halt zumindest Budgetverlust, weil es nicht immer klappen wird. Wie ist denn bei euch, gibt es überhaupt Kunden, die sagen, ich möchte einen statischen Banner haben oder ist sowieso alles animiert? Na, es gibt tatsächlich noch Kunden, die einen statischen Banner haben möchten, für spezielle Anwendungsfälle. Manche wollen auch immer noch Animated GIF haben, also das sind teilweise unbelehrbar, was das betrifft. Jedenfalls zusätzlich zu dem Punkt, wo man das ausspielt, beziehungsweise das Bandbreitenproblem, würde ich auch noch sagen, generell die Anwendung. Ist es ein Performance-Banner, der einfach Produkte eines Online-Shops bewerben soll, die halt durchsliden, fünf nacheinander, da würde ich jetzt keine zusätzlichen Animationen machen oder was in die Richtung. Mhm. Wenn ich jetzt sage, wieder die riesen Startseitenplatzierung irgendwo, wo ich eine Image-Kampagne für Volkswagen habe, würde ich mich wahrscheinlich trotzdem mehr ins Zeug legen mit der Animation. Oft ist es so, dass wir die TV-Spots integrieren sollen, die dann da eins zu eins eben ablaufen, weil die haben so viel gekostet, die wollen wir gerne online auch nochmal verwenden. Das empfehle ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht so, diese Videobanner-Integration. Da ist es mir lieber, wir animieren den Banner etwas aufwendiger, wir brauchen weniger Streaming-Daten, die wir da reinholen, weil das Video halt doch noch mehr ist und können aber auch diese Botschaft transportieren. Also wir arbeiten mit großflächigen Hintergründen teilweise, die wir sehr langsam rein- oder rauszoomen, einfach um eine langsame Bewegung in der Werbemittel drin zu haben. Wir haben kaum Kunden, wo dieses klassische Geiz ist geil, alles fliegt rein und explodiert und vielleicht noch mit Ton sogar. Also das kann ich mich nicht erinnern, dass wir sowas mal gemacht hätten in den letzten Jahren. Wenn sowas passiert mit Ton, alles fliegt rein, Explosion und so weiter, was ja früher öfters, sage ich mal, teilweise noch der Fall war, Pop-Ups, Stichwort Pop-Ups etc. Gibt es da von deiner Seite aus Gruppen, Milieus, wo du sagst, die flippen aus, wenn sie das sehen und das wirkt sich sogar negativ dann auf die Marke aus? Es hängt sehr stark vom spielerischen Zugang der Milieus ab. Also wenn die hedonistische Komponente stärker ausgeprägt ist, eben bei den Hedonisten, wie der Name schon sagt, aber auch bei den digitalen Individualisten oder bei den adaptiv-pragmatischen, dann ist da auch mehr Aufgeschlossenheit gegenüber spielerischen Zugängen, Gimmicks etc. natürlich da, als wenn der Zugang eben jetzt weniger spaßorientiert gestaltet ist, wie zum Beispiel bei den Etablierten, die ja auch eine hohe Internetnutzung aufweisen und da jetzt von daher schon einmal ganz gut online erreicht werden können, aber die haben halt einfach andere Erwartungshaltungen und die könnten dann wirklich schreiend davonrennen. Ne? Okay. Also wirklich darauf achten, auch wie man das ansprechen möchte und wie der Banner dann animiert ist. Ja. Call to Action als Abschluss noch, bevor wir noch zum Kreativen übergehen. Jetzt habe ich den Banner schön gestaltet. Jetzt muss ich ja den User auch am besten auf irgendeine Aktion, zu einer Aktion leiten. Was gibt es beim Call to Action zu beachten von eurer Seite aus? Gerne in die Runde gefragt. Gibt es da bestimmte Vorgaben, wie ein Call to Action ausschauen soll? Was unbedingt sein, was für Farbe der Button haben soll, etc.? Also farblich nein. Nein? Ich habe mal gehört, Orange sei so eine gute Farbe, stimmt das? Das muss mit der CI auch zusammenpassen, okay. Also da ist das eigentlich im Vordergrund. Wir werden bei der Bank Austria jetzt keinen orangen Banner einsetzen können, Button einsetzen können. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir teilweise schon von Call-to-Action-Buttons weggehen. Und zwar wieder bei diesen sehr großen Startseitenplatzierungen, wo eigentlich die Landingpage obsolet ist. Wenn jetzt ein neuer Golf, der E-Golf war jetzt gerade auf ORF, wenn der auf den Markt kommt, gibt es da so ein Web-Special und in unserem Werbemittel auf ORF sind alle Inhalte enthalten, die in diesem Web-Special auch enthalten sind. Dieser Infinite-Sidebar ist es, der eben mitscrollt. Da geht es uns aber nicht mehr darum, dass der dann jetzt klickt und auf dieses Web-Special noch geht, sondern da geht es rein darum, wie viel er sich mit dem Banner auseinandersetzt, dass er mit der Marke, mit dem neuen Sujet einfach interagiert. Und dann gibt es wieder diejenigen, die sagen, sie wollen eben die Klicks auf ihre Landingpage, auf ihre Website haben. Und da braucht man einen Call-to-Action-Button, der eben sagt, für diejenigen, die mehr Informationen haben möchten, die gerne lesen, halt mehr Infos, oder aber auch jetzt kaufen, oder ziehst dir rein von mir aus. Also, Felix, Performance, wenn man jetzt Klicks haben möchte beispielsweise, wenn das jetzt das Ziel ist, hast du da Erfahrung von Call to Action, was da am besten nützt? Wenn man Klicks haben möchte, dann fehlprogrammiert man den Schließen-Button, dann hast du die besten Klicks. Also ich glaube, man müsste schauen, dass man bei solchen Statistiken immer mit Vorsicht rangeht.
Ich habe da nur eine kleine Langeweile-Ergänzung. Einfach viele Banner sind angeschnitten und wir sehen halt oft, dass der Call to Action nur halb sichtbar ist. Dann wird er auch wahrscheinlich nur halb so oft geklickt. Um übrigens ganz kurz noch den Exkurs zu deiner Frage von vorhin zu machen, mit wem muss ich in welcher Tonalität ansprechen? Wir kriegen ja die Rechnung für falsche Blink-Blink Gelb-Rot-Banner wie den Burger King, also jetzt als schönes Beispiel für knallige Farben-Banner, ja schon längst präsentiert. Also die Adblocker-Rate in Österreich beträgt ungefähr 20%. Da könnte man jetzt mal sagen, das ist uns egal. Es sind eh noch 80% dabei. Das Problem ist, diese 20% sind total schief verteilt. Das sind 20- bis 30-jährige Männer. Dort ist die Adblocker-Rate schon fast bei 50%. Das heißt, diese eigentlich sehr werbespannende Zielgruppe, die erreichen wir nicht mehr so gut online. Wir erreichen da eigentlich nur noch jeden Zweiten, weil wir es als Gesamtbranche eine Zeit lang übertrieben haben. Sowohl mit zu viel Blink-Blink als auch mit Bannerpositionen, die zu nervig waren. Und da gibt es einfach derzeit eine Reihe von Initiativen der verschiedenen IABs, die Better Ad Coalition, da tun sich gerade alle ins Zeug, um einfach auch bestimmte Formate wieder abzudrehen, die den User zu stark stören. Und dazu gehören auch eben freiwillige Selbstverpflichtungen mit Blink-Blink-Einstellung. Ich glaube, die paradoxe Situation ist, für jeden Einzelnen lohnt es sich vermutlich trotzdem noch Blink-Blink zu machen. Als Gesamtindustrie gräbt man sich aber damit das Wasser ab. Also das heißt, wer verantwortungsbewusst ist, der müsste eigentlich sich da künstlich beschränken und eben dezenter auftreten, wie das L'Oréal Men Hydra Beispiel von vorhin, um hier in Summe auch noch in 10 Jahren die junge Zielgruppe erreichen zu können. Okay, letzter Punkt, Kreativität. Wir haben jetzt alle Faktoren eines Banners mal durchbesprochen. Ich möchte jetzt eigentlich mit Andreas kurz mal auf ein Thema eingehen. Und zwar habt ihr die Connected Nespresso-Maschine Connectivity, Kampagne oder ein Banner gestaltet, wo man, gerne von dir korrigiert, wenn ich mich recht falsch erinnere, auf den Banner klicken können und dann hat in einem Kaufhaus ein Kaffee rauslassen für jemand anderen und das war mit einer Live-Webcam verbunden, das Ganze. Inwiefern werden solche kreativen Kampagnen überhaupt angefragt? Wie lange dauert sowas überhaupt zum Gestalten und was nützt sowas? Also gibt es da Ergebnisse, auf die man zurückblicken kann, die du uns erzählen kannst? Na, es sind in der Regel mal Produktlaunch-Kampagnen, bei denen sowas gemacht wird. Wir haben einmal eben diese Nespresso Prodigio, das ist eine Kaffeemaschine, die man mit einer App über Bluetooth steuern kann. Das heißt, ich kann mir da im Badezimmer schon aufs Knopf drücken und wenn ich runterkomme, ist der Kaffee schon durchgelaufen und hat schon Trinktemperatur. Und die Idee war, diese alternative Bedienbarkeit auch auf die Bannerkampagne zu übertragen. Jetzt sah man halt auf ORF.at wieder eine Live-Cam in den Gernkotz in Wien, wo jemand vor dieser Maschine stand und darum bat, einen Kaffee zu bekommen. Die Maschine war vor Ort nicht mehr ansteuerbar. Man musste wirklich im Werbemittel auf jetzt zubereiten klicken und dann ist da der Kaffee runtergelaufen. Grundsätzlich hat das super funktioniert. Es wurde alle 2 bis 3 Minuten ein Kaffee zubereitet, also permanent. Es wurde immer geklickt. Im Schnitt klickten so 50 Leute gleichzeitig auf diesen jetzt zubereiten Button, der circa 5 Sekunden lang offen war. Also wenn der erste geklickt hat, war der noch 5 Sekunden zu sehen, um mehr Personen dieses Erlebnis zu geben, quasi auf diesen Button klicken zu können und dort zu sehen, wie der Kaffee runterläuft. Da hatten wir auch eine Latenz vom Video, das hat dann eigentlich ganz gut zusammengepasst. Die Kampagne hat gut performt, die Interaktionsrate war gut, hat alles soweit gepasst. Das eigentliche Interessante war aber, dass wir danach natürlich für die PR entsprechend Cases aufbereiten konnten, die Kampagne einreichen konnten und auch Preise damit gewonnen haben. Und das war eigentlich das Eigentliche, was im Nachgang sozusagen noch die Kampagne richtig erfolgreich gemacht hat. Ein normales Werbemittel auf ORF wäre wahrscheinlich genauso oft peripher gesehen worden. Die Interaktionsrate wäre halt nicht so hoch gewesen und man muss es halt es muss halt einfach auch passen. Ja? Wenn ich jetzt ein neues Paar Socken auf den Markt bringe, dann würde mir jetzt ad hoc nichts einfallen, was ich in die Richtung machen kann. Wenn es aber schon technisch in die Richtung geht und viele Produkte gehen in die Richtung, dann kann ich es machen. Wir haben einmal auch für Stiegl was gemacht. Stiegl Freibier, das alkoholfreie Bier von Stiegl, wo man sich mit dem Pairing mit dem Werbemittel verbinden konnte. Hatte dann am Smartphone ein volles Flascherl Bier und im Banner ein leeres Glas und konnte dann durch Skippen vom Smartphone wirklich aus dem Smartphone heraus in den Banner das Bier einschenken. Da war es halt auch aufgelegt.
Aber wie gesagt, es muss passen, es ist eine Budgetfrage und vom Zeitlichen her, also ein Espresso war eine Sache auf 3 Monate. Und gelaufen ist die ganze Kampagne? Gelaufen ist es dann, genau bevor es gelaufen ist, 3 Monate, so okay. Produktionszeit und Konzeptionsphase, Testing, was sehr aufwendig war, so in etwa. Sehr gut. Vorletzte Frage, bevor wir dann uns auch nachher nochmal alle aufs Frühstücksbuffet stürzen. Technische Aspekte, Thema HTML5 ist ja in letzter Zeit oder eh schon seit einem Jahr, von mehreren Browsern auch abgeschalten oder deaktiviert wurde, immer mehr zur Sprache kommen. Inwiefern wirkt sich das denn, gibt es ein Performance-Thema, wo man sagt, das wirkt jetzt auch auf einmal besser, es gibt bessere Ansätze mit HTML5 als wie mit Flash beispielsweise? Ja, das ist super. Also die Performance hat sich verbessert und es ist einer der Hauptgründe für verschwendete Online-Budgets weggefallen. Wir hatten vor 2 Jahren einfach noch das Thema, dass Flash-Banner programmiert worden sind, in der Erwartung, dass alle Flash haben. Und bei gefühlt einem Drittel aller Kampagnen wurde überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass es noch Mobilgeräte oder anderes gibt, wo kein Flash kommt. Da wurde dann trotzdem der Banner hingeschickt und man hat ein zerbrochenes, graues Symbol gesehen. Und da ist die Umstellung nach einigen Anlaufschwierigkeiten, weil die Technik neu war, mittlerweile eigentlich reibungslos durch und aus meiner Sicht technisch nur vorteilhaft. Und gestalterisch, also umsetzungstechnisch, Schwierigkeiten oder macht es vieles einfacher? Es ist aufwendiger als Flash damals war in der Gestaltung und die Werbemittel wären teilweise auch größer, weil diese JavaScript-Bibliotheken einfach einen gewissen Platz schon einnehmen. Aber nicht erheblich größer. Es ist nur so, dass man einfach manchmal statt 150 jetzt 160 hat und dann eben streamen muss, was bei den Bandbreiten jetzt nicht mehr so die Tragödie ist, die man auch im mobilen Bereich hat. Mhm. Aber von den Möglichkeiten her sind wir nicht eingeschränkt. Das heißt, was mit Flash ging, geht mit HTML5 auch. Und es geht halt auch auf iDevices. Und das war eigentlich der Hauptpunkt, weswegen wir auch schon vor dieser Browsersperre quasi sehr viel HTML5-Werbemittel gemacht haben. Und uns hat es dann auch in die Hände gespielt, dass Flash einfach abgedreht wurde. Also ich bin dankbar. Okay, ja. Super, abschließend gerne in die Runde gefragt oder von jedem einen Satz. Zukunft, was bringt die in Zukunft die Bannerwerbung, wohin geht's und worauf sollen wir achten? Fangen wir gleich beim Felix an am besten. Die Bannerwerbung wird, glaube ich, dezenter, zielgerichteter und die Publisher achten von vornherein mehr darauf, dass sie auch adäquat ins Bild kommt. Das ist eine relativ positive Einschätzung, was das angeht. Was die technische Auslieferung angeht, werden wir es auch in Österreich programmatischer machen, also nicht mehr mit Anruf bei ORF, morgen brauche ich deine Tagesfestplatzierung, sondern wirklich userbezogen, was derzeit in Österreich erst ca. 10% der Auslieferungen darstellt. Das ist gerade so das wachsende Thema. Also Anstieg, Programmatik, bei, ich bin da optimistisch, besserer Qualität der Darbietung beim User. Ja, ich denke, da wird es jetzt vor allem zwischen stationär und mobile einfach noch einen weiteren Ruck geben. Und wenn ich es jetzt von der Milieuperspektive betrachte, sind es eben andere Milieus, die hier dazu gewonnen werden, als diejenigen, die jetzt den Schwerpunkt darstellen. Also jetzt haben wir bei den mobilen eher rechts in der Kartoffelgrafik rechts oben angesiedelt, also bei den digitalen Individualisten, bei den adaptiv-pragmatischen, bei den Performern einen ganz großen Schwerpunkt und das wird sich auch im Mobile-Bereich sicher stärker ausdifferenzieren in der nächsten Zeit. Ich glaube, es wird nicht mehr einen Banner geben pro Kampagne, sondern eben viele, also die Kampagne wird granularer und die Banner individueller und der Trend, also dafür braucht man ja Cookies. Und der Trend in Richtung Digital Fingerprints, also dass auch ohne Cookie quasi festgestellt werden kann, wer das in etwa ist, das wird ja auch immer ausgereifter und somit wird wahrscheinlich irgendwann einmal eine hundertprozentige Rate sein, dass der individuelle Banner ausgespielt wird und nicht das Fallback, falls man nicht weiß, wer davor sitzt. Mhm. Also jeder User einen individuellen Banner sozusagen. Ja. Super, habe mich sehr gefreut, mit euch da zu diskutieren. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Jetzt sind alle da vorne, jeder mit seinem Fachwissen. Gibt es Fragen? Ja. Das war eine sehr interessante Diskussion. Allerdings meiner Meinung nach nur auf Konsumerwerbung bezogen und auch die Beispiele, die genannt worden sind, waren nur Konsumerwerbung. Es ist aber im B2B-Bereich, im Investitionsgüterbereich der Banner meiner Meinung nach auch ein großes Thema. Vor allem nachdem ja im Einkauf Lieferanten
häufig im Internet auch gesucht werden. Wie weit kann diese Kartoffelgrafik dann noch angewandt werden? Der Einkäufer in der Lebensmittelindustrie kann ein Hedonist sein, kann konservativ sein, der kann jeder sein. Oder sind Sie der Meinung, dass aufgrund seiner Tätigkeit nur eine gewisse Zielgruppe diese Tätigkeit ausführen wird? Mein Zugang wäre, dass die Banner dann völlig anders gestaltet werden müssen und eher nutzenorientiert auf das Investitionsgut hin gestaltet werden sollten. Also jetzt von der Milieuperspektive, natürlich sind also alle Einkäufer, wie auch alle Marketiers oder alle Direktoren, Menschen und als solche irgendeinem Milieu zugehörig. Natürlich haben wir jetzt im Bereich der beruflich höher gestellten Personen gewisse Milieuschwerpunkte, die sich also eher im oberen Bereich der Kartoffelgrafik ansiedeln. Also wir haben jetzt bei den Etablierten zum Beispiel haben wir viele Freiberufler, Selbstständige oder eben auch Vorstände oder Geschäftsführer dabei. Während man bei den digitalen Individualisten jetzt bei den Berufstätigen, das sind natürlich auch viele noch Studenten oder sonst in Ausbildung, haben wir eher so Startups schwerpunktmäßig. Das heißt, das kann man natürlich dann schon auch berücksichtigen. Der Schwerpunkt der Milieuforschung ist natürlich die Consumerforschung, aber die kann man bis zu einem gewissen Grad auch auf die Business-Zielgruppe umlegen und eben die beruflichen Schwerpunkte der Milieus hier mit einbeziehen, dann lässt sich das Modell auch dafür natürlich gut einsetzen. Okay. Sind noch weitere Fragen? Sonst sind alle. Ja, doch noch eine Frage? Eine Frage: Inwieweit ist so eine Art Konfigurationsbanner, wo man im Banner selber was konfigurieren kann? Ist es das so, dass man heißt, okay, der Besucher hat dann Angst, wenn er jetzt draufklickt, dass er gleich auf die nächste Seite verschwindet? Kann er es auch pragmatisch sehen und sagen, okay, ich kann nur was mir zusätzlich konfigurieren, ohne dass ich die Seite verlassen muss? Gibt es da Ansätze, Erfahrungen? Ist das positiv, negativ? Also wir haben schon einige Kreditrechner-Banner zum Beispiel umgesetzt, die auf Willhaben zum Beispiel ausgespielt wurden, wo man, wenn man im Immobilienbereich ist, quasi im Banner schon drinnen hat, den Preis dieser Immobilie und dann selber noch einige Einstellungen treffen kann und somit so ein bisschen eine Vorschau auf diese Kreditraten bekommt. Und das funktioniert mäßig gut. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendwie outstanding ist oder eben auch nicht. Kann zu den Zahlen vielleicht, kannst du noch was sagen dazu, Felix? Aber ist das der Raiffeisen Immobilienrechner? Seid ihr das? Nein. Aber also wir sind nicht hechtgeil auf jeden Fall. Okay. Na, wir sehen da schon in der Regel bessere Klickraten bei sowas. Also ja. Die sind jetzt nicht extrem konfigurierbar. Da sagt man nur jetzt berechnen. Danach springt man bei denen, die ich jetzt zumindest vor Augen habe, schon raus. Ich glaube, die Angst, dass man rausspringt, sehe ich nicht so als Risiko, weil wenn der das eh nicht will, dann nützt er mir, also ich möchte ja auch keinen Spieler jetzt nur mit dem Banner. Also das heißt, ich glaube, die in den konkreten Situationen, und der Immobilienrechner ist so einer, der anscheinend von mehreren Instituten gerade gemacht wird, die bringen es dann schon. Also die User werden auch nicht mehr reingelegt. Das hat sich ja bei gestandenen Unternehmen auch aufgehört, dass man da Klicks erhascht. Somit ist man es auch gewöhnt, dass man eben nicht reingelegt wird. Denkt auch nicht, dass das ein Vertrauensproblem ist. Noch eine Frage? Nein? Ich glaube, es sind jetzt eh noch alle da zum Netzwerken, beim letzten Kaffee noch oder bei einem Brötchen miteinander zu reden. Ansonsten sage ich euch allen vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen und Mitdiskutieren, euch fürs Dasein und Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, gerne noch ab zum Buffet. Es muss alles weg, was wir da haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke.